Hallöchen und herzlich willkommen zurück zur dritten Folge von Taut. Und in der letzten Folge haben wir ja herausgefunden, dass wenn wir dem östlichen Weg oder der östlichen Straße folgen oder der Straße eigentlich nach Osten folgen, dass wir dort das fünfte Ende bekommen, das sich hahaha Murmeltier nennt. Ja, so nennt man die Enden von Horrorspielen. Oh, und wir haben schon wieder eine Entscheidung. Nach Norden oder nach Westen? Wir sind in der letzten Folge nach Osten gegangen, dann nehmen wir erstmal das Extrem und gehen nach Westen. Im Westen nichts Neues. Ha. Oha, was ist denn jetzt kaputt? Und jetzt gehen wir auf einmal nach Norden weiter, obwohl wir gerade nach Westen gegangen sind? Nach Wurst. Okay, kann ich denn hier irgendwas mit den Häusern machen? Kann ich hier reingehen? Kann ich was looten? Ich bin professioneller Lootmeister in RPGs. Was ist das? Ach so, sie wollte ja in den Park. Da hatte sie ja irgendwas vor sich hingemurmelt. Nehmen wir erstmal hier rein. Oder ist das ein Friedhof? Nee, ich glaube, das ist ein Friedhof. Wie sieht's bei uns aus? Naja. Oh, das könnte doch ein idealer Kampfschauplatz sein. Moment, können wir hier zwischen den, was auch immer, Gräber, Park, Eingängen weitergehen? Nee, hier kommen wir nicht voran. Ja, ne, dann sehen wir uns doch hier mal um. Und es ist nicht besonders gruselig. Es schneit, der Bildschirm flimmert immer noch so seltsam. Hä? Was ist das? Was soll das? Ein Rettungsreifen? Ein Rettungsring. Oh, und dieser Rettungsring hat mich irgendwie beruhigt. Das finde ich aber lieb, dass er das gemacht hat. Ui, und hier ist wieder ein Torbogen, aber wir gehen erstmal weiter nach links. Wir können weiter nach links. Ich wollte gerade sagen, ha, geht, nee, aber doch. Und wir laufen in eine Sequenz. Hurray! Na, mal schauen. Scheint ein Mädel zu sein. Gesichtsentgleisung von Judith. Hör auf, das Mädchen so anzustarren. Das kriegt Angst. Das Wasser ist heute sehr ruhig, nicht wahr? Ja. Warum bist du hier? Dieser Ort hat so eine beruhigende Wirkung. Auf gewisse Weise fühle ich mich hier geborgen. So als würden all meine Probleme nicht mehr zählen. Und ich könnte um Vergebung bitten für meine Fehler. In dieser Stadt gibt es nicht viele solche Orte. Wie? Oh Gott, du hast ganz schöne Gesichtsentgleisung. Wie heißt du? Aha, noch mehr Gesichtsentgleisung. Ich, Punkt, Punkt, Punkt. Nach oben guck. Judith. Judith. Die zukünftige Frau von Alan Harper. Ist das so? Wait-Befehle und Gesichtsentgleisung. Meine Mutter gab mir den Namen Sophie. Gesichtsentgleisung. Das ist ein sehr schöner Name. Nach oben gucke. Wieso bist du hier? So ganz alleine, meine ich. Wir sind auch alleine hier, du. Na. Jetzt bin ich doch nicht mehr allein. Wünschst du dir das nicht auch, nicht mehr allein zu sein? Nur sind jetzt alle verschwunden. Der Saal wird völlig leer sein. Und Mama wird sehr traurig darüber sein, dass mich dann keiner sehen wird. Bei meinem großen Auftritt. Ich habe so hart dafür trainiert. Ich kann Mama doch nicht enttäuschen. Weißt du, warum alle weg sind? Ich bin mir nicht sicher. Aber vielleicht... Ja, vielleicht ist es ja sein Wille. Genau. Und vielleicht ist es unsere Strafe und der Preis, den wir zahlen müssen.
Einen teuren Preis. 2 Euro. Wer die Anspielung versteht, darf sich wieder einen Keksteller nehmen. Und irgendwas war jetzt mit Judith. Wie wäre es, wenn du, ich meine, könntest du nicht vielleicht zu meinem Auftritt da sein? Ja, sorry, den werde ich ganz bestimmt verpassen, weil ich immer viel zu viel innere Monologe führen muss. Gern, ich werde da sein. Lüge. Da ist noch etwas, was ich dir sagen muss. Und was? Es geht um deine Mutter. Sie ist in Wirklichkeit dein Vater. Was? Was ist mit ihr? Sie ist im Krankenhaus. Im Krankenhaus? Was? Warum? Sichtentgleisung. Er hat ihr etwas angetan. Was? Wer? Das weißt du doch. Er, der Teufel. Okay, es gibt ja offensichtlich auch eine Verkörperung des Pyramid Head. Mama. Auch genannt der rote Teufel. Rot, weil er halt immer Blut bespritzt und so. Oder wegen der bronzenen Pyramide. Das kann auch sein. Und wir können uns wieder bewegen. Die Frau zum Matrosen. In einem anderen Traum werden wir wieder vereint. Über dem Bild ist eine runde Einkerbung. Einkerbung, mein Gott. Rettungsringe. Heilen dich mich wieder? Oh ja, schön. Wir sind wieder gut aufgepowert. Dann kann doch jetzt das erste Monster um die Ecke scharwenzeln, oder? Und runde Vertiefung, das heißt, wir dürfen wieder irgendwas suchen. Wo bin ich? Ach so, hier bin ich. Oh. Mutter Maria mit Kind. Auf den ersten Blick eine christliche Statue. Der Stil und der Ausdruck in ihrem Gesicht aber tragen heidnische Züge. Ist das Kind in ihren Armen tot? Das habe ich mich schon immer gefragt. Jetzt beunruhigt mich der Anblick. Warte mal, das stand da drauf? Stand das jetzt auf dem Sockel? Aber es beunruhigt sie. Mhm. Aber es, die Leiste steigt, ja, na klar. Mhm. Hier komme ich nie weiter. Abgeschlossen, na gut. Können wir hier was mitnehmen? Nö. Können wir noch einen Rettungsring anquatschen? Dann geht's uns vielleicht jetzt ganz wieder gut. Jawohl. Bestens. Den Rettungsring hätten wir zu Hause gebrauchen können. Okay. Jetzt kann ich hier runterlaufen. Oh. Ach so. Jetzt habe ich ganz kurz... Okay. Ach so, jetzt... Okay, jetzt habe ich es verstanden, den Mapping-Stil. Beziehungsweise diese Perspektive. Vom Stil kann ja da keine Rede sein. Oh cool, Virensuche. Kleinen Moment. Und weiter geht's. Wo wollten wir gerade hin? Ich glaube, ich wollte mich hier unten umsehen, bevor die Virensuche losgegangen ist. Und, naja, da war nichts. Okay, gehen wir weiter nach oben. Gen Norden. Ah, schon wieder eine Statuette. Venus von Milo. Oh, natürlich eine Nachbildung. Ich finde, sie wirkt an diesem Ort unpassend, die Frau ohne Arme. In dieser Nacht gibt mir das ein ungutes Gefühl. Hey, aber... Jetzt ist es offensichtlich, dass diese Figuren irgendwie Statusveränderungen mit sich ziehen sollen, aber irgendwie tun sie entweder das Gegenteil oder gar nichts von dem, was gesagt wird. Naja, ich will mich nie beschweren. La 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 la. Okay. Ich hoffe, ich bin jetzt hier richtig. Ich weiß noch, dass ganz im Süden das Tor abgeschlossen war. Ich weiß jetzt nicht, ob wir hier einen Schlüssel finden müssen. Wo bin ich denn jetzt? Ach so, ich komme von rechts. Und dann speichern wir mal ganz fix kurz und so. Und gehen jetzt nach unten oder nach oben? Was können wir? Wir können beides, oder? Das Krankenhaus liegt in der anderen Richtung. Okay, dann gehen wir halt erst ins Krankenhaus. Wollte sie nicht auch noch zur Polizei? Sie wollte so viel. Wieso jetzt schon wieder? Wieso ist jetzt schon wieder der Bildschirm schwarz? Manu! Man kann auch den Weg zum Krankenhaus ruhig zeigen. Was ist das? Ein Auto. Oder die Tabletten auf dem Bürgersteig. Hä? Was soll was sein?
Hä? Ach so. Da frisst sich was aus der Wand. Aha. Ach, okay, und jetzt? Da draußen ist dieses Ding. Ich muss einen Umweg zum Krankenhaus finden. Du hast nicht mal abgewartet, was dieses Viech macht. Das hätte... Wahrscheinlich wäre das total in der Wand geblieben. Die Tür ist nicht verschlossen. Ich kann sie nicht öffnen. Sie ist abgeschlossen. Und dort ist jemand tot. Ist er? Ja, tot. So viel Blut kann kein Mensch verlieren und dann noch leben. Achso, wir sind sowieso beunruhigt. Und wenn ich den jetzt anquatsche... Ja, gut, lassen wir ihn halt da liegen. Das Tor ist mit einer stark verrosteten, dünnen Kette versperrt. Stark verrostet und dünn, das heißt, man könnte sie eigentlich irgendwie auseinander dingseln. Ob ich sie irgendwie aufbrechen kann? Mit einer Feile vielleicht? Okay, dann suchen wir eine Feile. Entschuldigung, hat hier jemand eine Nagelfeile? Da draußen ist dieses Ding, ich muss einen Umweg zum Krankenhaus finden, bla bla bla. Er ist tot. So viel Blut. Wurde er... erstochen? Nein! Er hat sie einfach mit Ketchup eingerieben. Ich frage mich, ob sich der Mörder hier noch irgendwo herumtreibt. Er hält etwas in seinen Händen. Die gesuchte Feile? Ich habe einen blutigen Schlüssel. Aber sie ist nicht beunruhigter als vorher. Immerhin. Ich habe den blutigen Schlüssel benutzt. Und jetzt geht's ab ins Häusli. Wir sind gerade aus einem Haus geflohen und schon geht's wieder in ein neues Häusli. Und dann speichern wir erst einmal in dem neuen Häusli. Nein, das wird doch wohl nicht The Witch's House sein. Nein, gut. The Witch's House war ein super Projekt, aber ich will sie nicht auf alle Projekte ummünzen. Ein paar Ballettschuhe. Oh, das dürfte das Haus von dem kleinen Mädel sein. Von der Sophie. Stuhl, Pflanze, sagt sie gar nichts. Was haben wir denn hier? Oh, Perspektivenwechsel. Ein gewöhnlicher Schreibtisch sieht aus, als wäre er lange nicht genutzt worden. Da liegt ein kleiner Abriss. Es ist ein Glücksfang, entwickelt sich hervorragend. Die nächste Prüfung steht schon bereit. Bald ist er ein offizielles Mitglied unseres Clubs. Seine Frau könnte Schwierigkeiten machen, aber lassen wir uns davon nicht beirren. Er wird uns große Dienste leisten. Okay. Ein seltsames Getränk steht im Regal. Das rühre ich besser nicht an. In den Kästen befinden sich verschiedene Ordner mit Schulmaterialien. Ja... Lehrbücher und Romane finden sich in diesem Regal. Sie sind ziemlich eingestaubt. Alkoholische Getränke stehen im Regal. In den Kästen befinden sich verschiedene Ordner mit Schulmaterialien. Alkohol und Schule, das passt doch wie die Faust aufs Auge. Die Vorhänge sind zu. Ja, dann zieh sie auf. Haben wir hier noch was? Der Koffer ist mit einem Zahlenschloss versehen. Wie soll ich die Zahlen drehen? Gut, da weiß ich noch nichts. Und hier ist nichts weiter. Okay, dann gehen wir hier erstmal wieder raus. So, und ich habe keine Angst. Es gibt kein Horrorfeeling im Moment. Das Schloss ist wohl kaputt, ich kann sie nicht öffnen. Und nu? Cool. Ein viel zu kleiner Raum mit einem viel zu großen Tisch und aber Kerzenleuchter stehen drauf. Die Vorhänge sind zu. Sag doch lieber was dazu, dass die Lampe als einzige an ist. Ein Fernsehgerät, davon habe ich vorerst genug. Unbeschriftete Videokassetten sind in den Kästen verstaut. Was da drauf wohl zu sehen ist? Wie jetzt? Sie hat genug vom Fernsehgerät, fragt sich jetzt aber, was auf den Videos ist, okay? Eine unbeschriftete Videokassette liegt auf dem Tisch. Die Bänder wurden herausgerissen. Die Kassette macht ein klapperndes Geräusch. Etwas scheint darin zu stecken. Die Kassette aufbrechen? Jo. Warum nicht? Da ist etwas. Ich habe einen Drehstift. Hooray! Was machen wir mit dem? Etliche Zigarettenstummel. Was wohl auf den Bändern zu sehen war? Hättest du es nicht kaputt gemacht, hättest du jetzt keinen Drehstift, aber du wüsstest, was drauf ist. Die sehen öde aus. Verschiedene Romane. Ein Buch steht etwas hervor. Unbekannte Anrufe. Auf der Rückseite steht, sie war gerade einmal 18 Jahre alt, angeklagt für ihre Militärschaft in 15 nachgewiesenen Morden. Für ihre Mittäterschaft, Gottes Willen. Ist schon wieder ein bisschen spät heute. Okay, nochmal. Sie war gerade einmal 18 Jahre alt. Angeklagt für ihre Mittäterschaft in 15 nachgewiesenen Morden war sie bis dato die jüngste Frau, die in Amerika jemals zum Tode verurteilt wurde. Okay. Und die hat hier also gewohnt. Na, ist ja sehr sympathisch.
Eine Vitrine mit glänzenden Gläsern und poliertem Silber. Das gute Silberbesteck. Das eigentlich golden glänzt. Das ist kaputt, na gut, gehen wir halt die Treppe hoch. Das Spiel will das... Ja, so, also jetzt hier so. Oh, ein Ventilator. Finde ich gut. Das Schloss ist wohl kaputt, ich kann sie nicht öffnen. Die Tür ist verschlossen, diverse Schülerakten kleben daran und auf dem Boden. Das sind diverse Schülerakten, die hier auf dem Boden und an der Wand kleben. Was hat das zu bedeuten? Verschiedene Fotos einer dreiköpfigen Familie hängen an der Wand. Die Gesichter sind alle stark verschwommen. Ich kann ihren Ausdruck nicht deuten. Ist es etwa wie mit dem Foto von... Wie heißt der Film? The Ring. Jeder, der das Video geguckt hat und dann fotografiert wird, dessen Gesicht ist seltsam verschwommen. Okay. Und nun? Ich habe jetzt nur einen Drehstift. Was bringt mir der Drehstift? Haben wir hier irgendwie was, wo wir den Drehstift benutzen können? Mal gucken. Gegenstände. Weiter. Stift. Info. Ein Drehstift für eine Spieldose. Er hat die Form eines Herzens. Und weiter haben wir nichts. Moment, Notizen. Ach so. Okay. Ich dachte, jetzt gibt's auch vielleicht mal Hinweise zum Spiel, aber... Nö, haben wir hier irgendwo eine Spieluhr gehabt? Ich wüsste jetzt nämlich gerade nicht, wo. Wäre auch bestimmt aufgefallen. Frische Blumen. Naja, können wir uns wieder ein bisschen regenerieren. Hier sagt sie gar nichts zu. Okay, also nächste Aufgabe, Spieluhr finden. Falls wir die in diesem Haus überhaupt finden. Eigentlich hätten wir es ja theoretisch schon finden müssen, weil wir durch alle Räume gegangen sind. Aber hey, Moment, was liegt hier? Ein paar kleine Ballettschuhe. Ach so, immer noch. Hier ist nur das Zahlenschloss. Warte mal. Wie war das? 18, 15. Vielleicht stimmt das. Ach echt? Cool. Das Alter der jungen Dame und die Mittäterschaften reichen, um einen Aktenkoffer zu öffnen, wer auch immer diese Zahlenkombi nimmt. Ein seltsames, eingetütetes, weißes Pulver befindet sich in dem Koffer. Ich rühre es besser nicht an. Da ist noch eine Namensliste. J. Seary, M. Kaufmann, T. Moore, M. Bell, J. Gordon, S. Milken, C. Wolf und A. Nelly. Neely. Wieso steht da Neely? Ich heiße Neely. Oder? Heißen wir so? Ich denke mal, sonst hätte sie nicht so reagiert. Da liegt ein... Ach so, immer noch der Abriss, okay. Namensliste... Okay, sie sagt nichts weiter dazu und wir haben Atemgeräusche gehört. Dann bin ich jetzt mal gespannt, was jetzt hier passiert ist. Falls was passiert ist. Okay, eher weniger. Was machen wir jetzt mit dem weißen Pulver? Wir werden es gleich mal ansprechen. Aber was war mir halt noch wichtig, vorher zu speichern? Ich möchte... Och Mann, was hat das jetzt gebracht, dass wir den Koffer geöffnet haben? Okay, dann gehen wir halt. Hat uns ja sau viel gebracht. Und wir haben keine Pfeile gefunden. Na gut, vielleicht tut's auch der Drehstift. Hoppala. Okay, ist da oben jetzt irgendwas? Ist da was? Was ist denn... Was ist das? Ist das eine Telefonzelle? Nee, dann könnten wir das speichern. Keine Ahnung. Okay, wir probieren es mal mit dem Drehstift. Und wenn es mit dem Drehstift nicht geht, ja dann, probieren wir es Gegenstände. Weiter. Verwenden. Ich kann das hier nicht benutzen. Okay, was mache ich dann mit einem Stift? Ach, ein Drehstift. Okay, was kann ich hier machen? Da draußen ist dieses Ding. Ich muss einen Umweg zum Krankenhaus. Hier kann ich nicht lang. Das heißt, ich muss durch dieses Gitter. Ja, super. Und nu? Hast du noch was? Tot. Tot. Nee, das macht hier nichts aus. Er ist halt da ein toter Mensch, meine Güte. Also irgendwas ist ja noch drin. Irgendwas habe ich übersehen. Ich komme hier hinten auch nicht lang an diesen Stühlen. Verschiedene Romane, ziemlich öde. Was drauf zu sehen ist, Fernsehgerät.
Vielleicht hier noch bei der Couch. Hinter der Couch findet man ja die tollsten Dinge. Auch nicht. Ja, super. Und nun? Ich wollte nicht wieder runtergehen, du blöde Perspektive. Ich kann sie nicht öffnen. Probieren wir es hier mal. Vielleicht kriegen wir hier ja den... Also die Tür auf mit dem Drehstift verwenden. Ich kann das nicht benutzen. Okay, kann was hier benutzen. Gegenstände weiter verwenden. Kann auch nicht. Na gut, für eine Spieluhr halt. Wo finden wir eine Spieluhr? Und zu diesen frischen Blumen sagt sie nichts. Ach, hier ist noch ein Zimmer. War ich da vorher schon? Ah, das Zimmer habe ich ja gar nicht gesehen. Bälle verschiedener Größe. Da steht eine Spieldose auf dem Stuhl. Leider fehlt der Stift. Ich kann sie nicht aufziehen. Moment, dann gucken wir uns erstmal weiter um. Das ist ein Ballettkleid, wie das von Sophie. Also ist das wirklich Sophies Haus? Verschiedene Märchenbücher über Prinzessinnen, Kobolde und Zauberwelten. Kommen mir ganz bekannt vor, auch wenn ich mich nicht erinnern kann, sie gelesen zu haben. Ein Teddybär. Ist das derselbe wie in meinem Zimmer? Nein, unmöglich. Eine Kinderschrift liegt auf dem Bett. Jeden Tag übe ich, damit Mama hinschaut und Papa wegsieht. Jeden Tag übe ich. Mama ist nicht zufrieden. Papa kann mich nicht lieben. Ach, das soll ein Gedicht sein. Oder so ähnlich. Jeden Tag übe ich. Mama und Papa streiten sich. Mama sagt, ich muss besser werden. Papa lässt mich nicht besser sein. Jeden Tag übe ich, der Teufel sieht mir über die Schulter. Jeden Tag übe ich und er sieht vom Himmel herab auf mich. Jeden Tag übe ich, der Teufel nimmt mich mit zu sich. Mama sieht weg, Papa sieht hin und jeden Tag übe ich. Der Teufel sieht hin, er sieht weg, jeden Tag übe ich. Mama schau hin, Papa schau weg. Sehr beruhigendes Geschreibsel eines Kindes. Plüschtiere und Schulbücher sind auf dem Tisch. Na gut, dann kümmern wir uns jetzt um die Spieldose. Gegenstände, weiter und verwenden. Jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt muss ja wirklich mal was Horrormäßiges kommen. Ansonsten Schinken. Okay. Oh, sie hat schon wieder Gesichtsentgleisung. Oh, noch größer geht's ja wohl kaum. Von dieser Melodie wird man sehr schläfrig. Kann das sein, dass dieses Papiergedöns aussieht wie ein Tier, wollte ich eigentlich gerade sagen. Aber okay, wenn sich die Tür öffnet, dann von mir aus. Soll mir wurscht sein. Ich weiß gar nicht. Müsste ich da nicht mal wieder ein Aufnahmepäuschen machen? Ich glaube schon. Also wir flitzen schnell mal runter, speichern. Falls uns das Spiel speichern lässt. Wenn nicht, müssen wir halt weiterspielen. Ist halt so. Wir versuchen mal ganz fix vorbeizulaufen. Okay, geht sogar. Dann gehen wir runter, speichern und machen ein kleines Aufnahmepäuschen. Und sehen uns dann gleich wieder. In dann Folge 4. So. Alles klar, dann bis gleich zur nächsten Folge von Taut. Bis dahin, tschüss.